Die Hobbits bewohnen und bewirtschaften die 4 Viertel des Auenlandes seit vielen Jahrhunderten. Durchaus zufrieden damit, die Welt des großen Volks zu meiden und von ihr gemieden zu werden. Und da es in Mittelerde von unzähligen seltsamen Geschöpfen wimmelt, erscheinen die Hobbits wohl sehr wenig wichtig. Denn sie sind weder als große Krieger bekannt, noch zählen sie zu den besonders Weisen. Frodo, da ist jemand an der Tür. Übrigens, einige sind der Meinung, dass die einzig wahre Leidenschaft der Hobbits dem Essen gilt. Eine ziemlich ungerechte Behauptung, da wir ebenfalls ein großes Interesse für das Bierbrauen entwickelt haben und gerne Pfeifenkraut rauchen. Aber was uns wirklich am Herzen liegt, ist Frieden und Stille. Und ein gut bestellter Boden. Denn nichts lieben Hobbits mehr als Dinge, die wachsen. Natürlich mag einigen unsere Lebensweise verschoben vorkommen. Aber gerade am heutigen Tag wird mir bewusst, es ist nicht das Schlechteste, sich am einfachen Leben zu erfreuen.